Hey Leute, wir sind wieder zurück bei Paper Mario und ich habe gerade die letzte Aufnahme, sage ich mal, gelöscht und habe jetzt eine englische Version dafür genommen. Weil das Spielchen nicht abgestürzt ist, egal was ich gemacht habe, ich habe das Ganze nochmal wiederholt, hat es aufgenommen, aber ist eigentlich sinnlos, nochmal das Doppel zu zeigen. Also, wir sind jetzt hier, haben das Ganze, ist eben alles Englisch. Hier. Da. So. Und es laggt gerade tierisch, weil ich rendere und ich wollte euch nur einen kleinen Statusbericht geben und man dann bis zum nächsten Save Point gehen. Stopwatch. Okay. Wir werden hier noch öfters zurückkehren, also brauche ich mich hier nicht großartig umschauen. Der Professor ist weggerannt und wir sollen ihm folgen bis zum Dorf. Jark. Help, I say, help. Ja, ich weiß, dass es Tiere steckt. Das braucht ihr mich nicht sagen. Mir nicht sagen. Ne? Iguan Boost Shop. Oh, Mario is supposed to take his other guy, Old Bean. Da, bla, bla, ach. Nein, ich will den angreifen. Leckt ja überhaupt nicht. Ja? Also, das muss man schon sagen, das leckt überhaupt nicht. Nein, auf keinen Fall. Quatsch. Wir werden nur bis zum Dorf gehen und das ist nicht mehr weit, das kann ich euch sagen. Ja, bla 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 bla. Hab keinen Bock auf das auf Englisch so vorzulesen. Was macht er jetzt? Nee, sag jetzt nicht, er holt noch einen vorbei. Auf, wie ich ihn hasse. Ich hasse diese Viecher. Sterbt! Oh, 17 Frames, das kann man doch nicht anbieten. Los! Ich hab keinen Bock auf einen laggenden Kampf. Blub, blub, blub. Tot, tot, tot. Gerade mal 2 Sternpunkte, was zum Teufel? Soll nicht mal weglaufen. So, da sind Münzen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wir werden ja oft genug noch zurückkehren. Keine Angst. So. Wir sind da. So, Speicherpunkt suchen und dann. Ah, ne, wir sind, müssen noch eine Szene weiter. Leck, leck. So viele Leute, leck. Speicherpunkt. Safe. Safe complete und wir unterbrechen wir auch noch und sehen uns dann gleich, nachdem ich gerendert habe, in der deutschen Version. Also tschüss. Yay. So, endlich wieder auf Deutsch in der wunderschönen Welt hier. Und der Raum bringt es natürlich. Aber den benutzen wir auch gleich mal. Denn den brauchen wir. Ah, bla bla. Ja, ich möchte ausruhen. Schlaf gut und träumen süß. Wunderschön. Na? Hast du dich gut erholt? Nee, nur mein Rücken, dieses verkackte Holzbett. So, was hat denn der Laden so im Angebot?
Aha, Kacke, 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 okay. Aha. Mitnehmen. Ui, haben wir aber einiges. Bitte komm bald wieder. Nö. Pflicht weg. Nö. Kein Bock. Hallo Yoshi, wie geht's dir, Mario? Hey, hast du schon mit dem Cheep Cheep da drüben gesprochen? Sie ist hier als hervorragender Babysitter bekannt. Ihr Name ist Sushi. Sie passt auf die Kinder auf. Sie... Was würden wir nur ohne sie tun? Manche beschweren sich, die Kinder zwar über sie, aber alle Kinder sind mal Kinder. Ach, wirklich? Ach übrigens, ein Archäologe namens Colorado oder so ähnlich ging ganz allein in den Dschungel. Er sagt, er folgt zum Lava-Lava-Berg, aber der Pfad endet auf halbem Weg. Ich frage mich, wie weit er wohl gekommen ist. Ja, frage ich mich auch. Wir sind die schrecklichen Fünf aus Yoshis Siedlung. Wir sind die besten Freunde. Wir sind zusammen, wenn wir spielen und wenn wir Ärger bekommen. Wir sind immer zusammen. Aber jetzt sind wir natürlich nicht zusammen, weil wir Verstecken spielen. Ich muss suchen. Ich hasse suchen. Oh, das ist ja Mario. Hey Mario, bist du auf der Suche nach den Abenteuern? Wenn du willst, begleiten wir dich. Wenn die schrecklichen Fünf bei dir sind, musst du dich um nichts mehr sorgen. Lass uns in den Dschungel gehen. Wir haben keine Angst. Wir können nicht gehen, weil diese nervige alte Cheep Cheep immer uns davon abhält. Der Name passt überhaupt nicht, aber egal. So, jetzt wieder zurück. Kleine Unterbrechung. Also kommen nicht mehr viele Besucher. Ich würde ja gerne ein bisschen plaudern, aber ich habe alle Flossen voll zu tun. Also zwei. Ich passe auf die Jungs hier da auf, damit sie nichts anstellen. Sie sind nämlich sehr, sehr ungezogen. Ich habe zwar noch keinen Beweis dafür, aber ich wette, dass sie gerade etwas aushacken. Aber wenn sie glauben, sie könnten Sushi in das Licht führen, haben sie sich geschnitten. Ja, die spielen Verstecken. Das ist böse. Wir sind die schrecklichen Fünf von Yoshis Siedlung. Yeah, wir spielen Verstecken. Aber wir dürfen das Dorf nicht verlassen, deswegen ist das Ganze ein bisschen langweilig. Ich will einen größeren, viel aufregenderen Ort spielen. Und ich will den Dschungel sehen. Dort ist nämlich gefährlich. Das wäre wirklich aufregend. Das sind Adrenalin-Junkies. Oh, willkommen. Nicht sehr viele Leute besuchen uns auf unserer Insel. Du musst wissen, dass der Dschungel jenseits der Siedlung äußerst gefährlich ist. Unsere Kinder dürfen da nicht ohne Aufsicht hingehen. Oh, übrigens, ich habe einen Cooper gesehen, der sich selbst Archäologe schimpft. Er lief in die andere Richtung. Er hat irgendetwas darüber gebrabbelt, er müsste einen Weg in den Vulkan hineinfinden. Du weißt, wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Aha. Ich weiß nicht, ob ich das weiß. Oh, das ist doch Mario, du bist doch gerade auf einem Abenteuer, stimmt's? Wow, cool. Wer ist das denn? Ist das dein Partner? Oh Mann, ich wünschte, ich wäre es. Ein Traum würde in Erfüllung gehen. Die Erwachsenen erlauben nicht, dass wir das Dorf verlassen. Sie sagen, draußen ist es zu gefährlich. Diese lästige alte Chip Chip hält uns ständig im Auge. Sie lässt uns nicht in den Dschungel. Ehe, darüber sprechen wir noch. Wir, die schrecklichen Fünf, wir haben vor nichts Angst. Wir sind die schrecklichen Fünf. Wow. Wo wir sind, ist Action. Wir halten immer zusammen, auch wenn wir Ärger haben. Übrigens, heute ist der Tag, an dem wir unseren geheimen Plan in die Tat umsetzen. Das ist so cool. Nur wir fünf kennen den Plan. Genauso muss es sein. Mehr kann ich dir nicht sagen. Oh Mann, bin ich aufgeregt. Hoffentlich finde ich viele leckere Früchte im Dschungel. Die wollen nicht in den Dschungel gehen. So viele Dialoge. K. Oh. K? Bist du der Mario, von dem Don Raphael uns erzählt hat? Wo? Ich würde gerne mit dir sprechen. Orakel der Sterne. Mario kommt auf diese Insel. Es ist seine Bestimmung, dann Raphael zu treffen. Kra. Kra, kra? Kra. Was zum Teufel? Ich will da hoch. Gut, dann nicht. Und leg weg. Aha. So, gerne, dann gehen wir erstmal nach rechts. Dann rechts. Lässt sich was finden. Jörg! Jörg! Hilfe! Hilfe! Das war so klar. Au, mal schön langsam. Was hältst du davon, zur Abwechslung mal die Gegner anzugreifen? Nö. Hehe.
Nein, zur Abwechslung gesagt, damit hätte ich ja schon mehrmals draufhauen müssen. Stimmt aber nicht, deswegen muss ich es noch machen. Damit seine Aussage Richtigkeit behält. Fump. Das ist ein Sperrgeist. Sperrgeist sind Verwandte der Shy-Guys. Sie leben im Dschungel. KP von Sie, KP von Max 7, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Wenn der Speer in deine Richtung zeigt und du mit dem Hammer angreifst, wirst du verletzt. Du sollst auch nicht auf sie springen, während der Speer nach oben zeigt. Pass genau auf die Ausrichtung der Speere auf, bevor du angreifst. Ach ja, manche rufen sie auch Verstärkung. Haben sie erst die Speere geschleudert, werden sie zum Malen Scheigeist. Okay. Kann ich eigentlich das jetzt mittlerweile? Nein, habe ich noch nicht wieder aktiviert, okay. Ich wollte nur testen, ob ich den Orden aktiviert habe. Arms. Flug. Ich musste mich erstmal anpassen. Och. Die greifen immer so komisch an. Und. Bump. Bump. Puh, du hast mich schon wieder gerettet. Du bist unübertrefflich, Mario. Und jetzt fühle ich mich. Jetzt fühle ich, dass unser Ziel der Vulkan ganz in der Nähe ist. Lass uns weitermachen, solange der Kampfgeist noch in uns brennt. Erstens, der Kampfgeist brennt in dir. Zweitens, der Vulkan ist nicht in der Nähe. Oder doch? Ah, Mario. Sieh das an. Ein Wasserfall. Sieht doch aus wie der Eingang zum Vulkan, alter Junge. Ich bin nicht alt. Irgendwo in diesem Vulkan sind auch Schätze, nach denen ich suche. Ich wusste es, die Geheimnisse einer alten Zivilisation. Und jetzt bin ich kein Beginner. Sieht nach einem üblen Problem aus. Aber ich werde nicht aufgeben. Ein guter Forscher hört niemals auf, Informationen zu sammeln. Lass uns im Dorf zurück und nach Hinweisen suchen. Es muss einen Weg hineingehen. Es muss! Komm los. Komm, los jetzt. Hier runterstürzen. Verdammt, ist idiotensicher. Will ich mich in die Lava stürzen? Und ging das so? Oder? Nö. Huch! Okay. Oh, Georg, stopp, aufhören. Oh, 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 oh. Achso, ich wäre schon wieder überfallen worden. War nur ein Scherz. Entdecker müssen auch mal den Firmenhof verweisen. Beweisen. Aber wie dem auch sei, lass uns weitermachen. Du bist so ein verkacktes Arschloch, Professorchen. Ach ja, jetzt sind die Yoshis weg. Die Kinder sind fort. Der einzige Ort, wo sie sein können, ist der Schluck Dschungel. Oh. Hey! Ich hatte seit einiger Zeit das Gefühl, dass sie etwas in die Schilde führen würden. Aber ich dachte, das wäre nur ein üblicher Unfug. Niemals hätte ich erwartet, dass sie etwas so Gefährliches tun würden. Was sollen wir tun? Wo sollen wir sie finden? Hey, Digga Yoshi. Oh, was für ein Unglück. Die Kinder werden vermisst. Offenbar haben sie sich in den Dschungel geschlichen. Sie kennen die Gefahren nicht, die dort lauern. Wir müssen sie wieder zurückholen. Mario, du würdest nach unseren vermissten Kindern suchen? Wie du sehen kannst, sind die Yoshis in der Siedlung völlig in Panik. Sie können nicht mehr klar denken. Das ist der Häuptling, mit dem wir sprechen. Ich werde versuchen, sie zu beruhigen. Suche du bitte nach den Kindern. Es ist schrecklich, einfach schrecklich. Die Kinder sind verschwunden. Wie oft haben wir ihnen gesagt, dass sie sich vom Dschungel fernhalten sollen? Sushi ist auf der Suche nach ihnen. Sie ist ein Schiebschieb und passt immer auf die Kinder auf. Wie konnte das nur geschehen? Es muss einen Grund dafür geben. Mario, bitte, bitte hilf uns, such nach unseren Kindern. Und mit den anderen spreche ich nicht, weil meine ich so oder so schon wieder fusselig ist. Meine Lippen und Zungen und ihr wisst schon. Das ist ein Weißblatt. Weißblätter geben vor, Herzzweige zu sein, die dir ein Herz geben, wenn du sie berührst. KP von Max, 8. Angriffskraft, 2. Verteidigung, 0. Wenn du von einem Weißblatt gebissen wirst, wirst du vergiftet.
Dann sinken deine KP mit jeder Runde. Wir sollten sie schnell so schnell wie möglich besiegen. Wenn du nicht ständig deine KP wiederherstellst, sitzt du bald ganz tief in der Tinte. Hast du was gegen Tinte? Mit einmal das... Wie mache ich das? Hup! Nö! Nö, Minion! Bam! Nein! 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 Ja! Nein! Nein! Ja! Nein! Nein! Ja!